Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disciples 3 Renaissance Big Power. Wo ich bemerkt habe, dass wir jetzt nicht mehr die einzige Dämonenarmee hier sind. Aber das sind alles schwache Dämonen. Denn sie dienen alle noch Betrizen. Wer sich nicht mal von Betrizen loseisen kann, der hat es nicht verdient zu überleben. Sterbt! Da haben wir jetzt gerade im Übrigen ein Logikproblem. Woher kriegen die ständig die Elfen zum Verbrennen? Wir bewegen uns aufs Finale der Legionskampagne zu. Es dauert jetzt nicht mehr allzu lange. Möglicherweise wird das schon in diesem Part abgeschlossen, die Kampagne. Gewiss! Warum sollte ich hier eine Pause brauchen? Der Weg zum Portal ist frei, weil wir müssen uns beeilen. Ich fühle, dass unsere Zeit sich im Ende zuneigt. Da seid ihr ja endlich. Wie oft habt ihr die Pläne der Inquisition durchkreuzt? Das wird kein weiteres Mal geschehen. Dafür werde ich sorgen. Selbst der Gefallene höchstpersönlich könnte mich nicht aufhalten. Ich habe schon viele Inquisitoren zum Allerhöchsten geschickt. Euer Schicksal wird dasselbe sein. Fera hat mir ein paar Soldaten der Inquisition in den Weg gestellt. Die sind kein Nichts Hindernis. Nichts kann mich aufhalten! Unholde, seid versichert, wir werden uns schon bald ein weiteres Mal begegnen. Unsere Vergeltung wird euch finden, egal ob ihr euch versteckt. Was heißt denn hier verstecken? Ich vernichte euch einfach. Und da ist immer noch ein kleiner Teil der Karte, den ich noch nicht begutachtet habe. Bevor ich jetzt zum Portal gehe, möchte ich erstmal diesen Teil. Vorausgesetzt, das geht. Nein, da kann ich schon mal nicht. Ja. Nein, ich komme da nicht hin. Das ist nicht möglich. Komm dann auf zum Portal der alten Elfenstadt. Oha. Oh, das ist Betrizen. Ha, du dreckiger Wurm. Du hast mich verraten. Das scheint langsam zur Gewohnheit zu werden. Zweifach Abtrünniger. Dafür wirst du bezahlen. Durch Täuschung erworbene Treue ist wertlos. Ich diene dir nicht mehr, Betrizen, und deine Drohungen und Beleidigungen kümmern mich nicht. Tritt beiseite.
Wie ich sehe, ist mit deiner Erinnerung auch dein anmaßendes Verhalten zurückgekehrt. Was soll's, ich werde dich töten und diese Kreatur wird auf dem Altar. Eloy, lauf, ich werde dir Zeit zur Flucht verschaffen. Harus, du, vielen Dank, danke für alles. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und nun kommt der letzte Kampf der Legionskampagne. Nichts kann mich aufhalten! Meine Armee gegen Betrizens Abatar. Wenn ich ihn töte, ist er endgültig vernichtet. Der Gefallene. Ich will ihn verderben! Allerdings wird dieser Kampf schnell zu Ende sein, weil ich jetzt ein bisschen schummeln werde. Ich bringe Verderben! Ich tu, was getan werden muss! Voluntas! Ich hab ja noch eine Kriegsmare. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich tu, was getan werden muss. Voluntas. So, das war jetzt mein letztes bisschen an schwarzer und starker Magie. Jetzt möchte ich. Jawohl! Was getan werden muss. Voluntas. Betrizen wird scheitern. Voluntas. Alle haben sich mir gebeugt. Was kann ich für euch tun? Du wirst jetzt den Teufelsritter wiederbeleben. Scheiße, Betrizen ist richtig stark. Du bist ein Verderben! Was getan werden muss. Voluntas. Oh mein Gott. Ich bringe Verderben. Was kann ich für euch tun? Dann kommt der Freund in Dunkirk! Du bist ein
tu, was getan werden muss. Jedes bisschen Schaden, das ich jetzt auszahle, bringt mich näher an den... Voluntas! Ja, meine Modien kann ich vergessen. Voluntas! Ein Schaden. Ich bringe Verderben! Spüre meinen Zorn! Sprecht! Ich bringe Verderben! Spüre meinen Zorn! Ich tu, was getan werden muss! Vielleicht können wir aber trotzdem etwas machen. Und zwar... indem sie die Magie aus meinem Inventar setzen. Voluntas! Mein Zug! Spüre meinen Zorn! Ja! Ich erkläre meinen Wintern Kraft! Du bist ein Verderben! Bisschen Schaden zufügen. Ich bringe Verderben! Spüre meinen Zorn! Ich erkläre meine Winternkraft! Meinen Zorn! Ich tu, was getan werden muss! Eine gute Investition war. Ja, ich habe all meine Zauber im Inventar aufgebraucht. Die Magier können in Verteidigung bleiben. Ich bringe Verderben! Ich tu, was getan werden muss. Voluntas. Voluntas. Ich bringe Verderben. Jawohl. Ich erkläre meine Winternkraft!
Ach, verdammt. Schlechte Verderben! So. Führe meinen Zorn! Ich tu, was getan werden muss! Das muss gewesen sein. Und Betritzen ist tot. Schwächlinge! Die Pläne der Gefallenen wurden durchkreuzt und in einem Kampf besiegte Harus Betrizens Schatten. Die im Körper eines Dämons gefangene Seele war endlich frei. Ein Sieg? Vielleicht. Aber das Schicksal fordert immer seinen Tribut, egal ob Elf oder Dämon. Der dunkle Feind hat wieder zugeschlagen und die Zeit stand still. Und nur ein leises Flüstern lang verschiedener Freunde hatte schließlich Frieden versprochen. Der Engel fiel in die Hände gewöhnlicher Sterblicher, die von dem Durst nach Macht und Gier getrieben werden. Die Wege Gottes sind in der Tat unergründlich. Und damit haben wir die Legionskampagne abgeschlossen. Und es geht zur Kampagne der Elfenallianz. Die letzte Kampagne des Spiels. Starten. Der weise Aerion, der Wächter der Pfade, grübelt über die bedrückende Vision. Die Tage des Friedens sind vorbei. Schon bald wird der Krieg über das Land ziehen und es gibt kaum Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Dunkelheit schickt ihre Schatten über das Land und kündet vom Schmerz und Leid, das kommen wird. Aber denke immer daran, wenn die Dunkelheit kommt und kein Licht mehr scheint, wird dein reines Herz dir den Weg weisen. Wenn du stark bist, werden deine Feinde fallen. In Zeiten der Not hast du keine andere Wahl, als um dein Leben zu kämpfen. Wohlan, die Dunkelheit kommt. Beinahe schon hörst du ihren Klang. Du bist die einzige Hoffnung neben Dars. Vor langer Zeit herrschte in unseren Wäldern Ruhe und Frieden. Die Menschen wagen es nicht mehr, sie zu betreten. Auch die Bergclans hatten die Macht unserer Waffen erfahren. Die Untoten suchen das Menschenimperium heim, aber uns behelligen sie nicht. Selbst die Diener Betrizens scheinen die Kinder Galleans vergessen zu haben. Die Ära des Friedens war segensreich und glücklich. Aber alles hat einmal ein Ende. Die Zeichen verkünden es. Der große Älteste hat seit vielen Zeitaltern wieder zu uns gesprochen. Der Hüter des Waldes ist groß und mächtig. Viele von uns Elfen sind ihm verpflichtet. Pflegen und heilen, das sind die Aufgaben des Ältesten. Und wir wissen nicht, weshalb er die Hilfe unserer Krieger sucht. Aerion, der beste und tapferste Wächter der Pfade, wurde ausgeschickt, den Ruf des Hüters des Waldes zu erwidern. Dann bin ich wohl nun ein Führer der Elfen. In diesen Charakter muss ich mich auch erstmal wieder reinfinden. Und es ist schon irgendwie ein bisschen blöd jetzt in der Story, dass Harus sterben musste. Und das ausgerechnet durch die Hand von Ferre. Und für den Fall, dass sich das jetzt manche Leute fragen, nein, Lambert ist nicht tot. Meine Güte, warum dauert denn das so lange? Ach, na bitte endlich. Wächter der Pfade.
Unser Ziel ist nah. Diese Straße führt nach Lille. Wir wurden gebeten, so schnell wie möglich zu kommen. Aber wir werden einen Abstecher nach Lille machen. Dort könnte eine Nachricht des Ältesten auf uns warten. Wir wissen nicht, was alles seit Beginn unserer Reise geschehen ist. Jetzt bin ich wieder auf Rang 1. Traurig, aber wahr. Die Pfade. Ich mag den Soundtrack des Spiels. Der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Ich beobachte die Pfade. Ich bin bereit. Nimm das! Ich lege den Pfeil an. Ach ja, und jetzt haben wir ja ganz viele neue Einheiten. Zum Beispiel haben wir die Geistheiten jetzt. Die Gedanken von Jungfrauen, die aus den Wäldern zurückkehrten, klingen mit dem Flüstern der Waldgeister. Sie mögen den Kampf und das Töten nicht, sondern ziehen das Heil. Sie sind nicht sonderlich stark, aber trotzdem ein glücklicher Anblick für jeden Leidenden und Verwundeten. Oder den elfischen Lanzenträger. Der elfische Lanzenträger ist ein ewiger Wächter der Grenzen der Allianz, auf der Suche nach Feinden, die es gewagt haben, sich in das verbotene Land zu schleichen, kann er gewaltige Strecken zurücklegen. Dann haben wir auch noch den Speer. Sobald ein junger Elf das Alter erreicht, in dem er sich stolz als Krieger und Beschützer bezeichnet, kann er zum Speer werden. Von Geburt an übt jeder Elf mit dem Bogen, selbst ein frisch gebackener Speer ist also ein gefährlicher Gegner. Und natürlich haben wir Arion, den Wächter der Pfade. Arion ist der Kommandeur eines kleinen Elfenschwadron. Obwohl er einer der jüngsten Kommandeure der Elfenallianz ist, ist er als standhafter prinzipientreuer Elf bekannt. Sein Trupp hat schon viele Grenzschabels siegreich überstanden. Ah ja. Daraus lässt sich wohl schließen, dass es nicht so viele starke Krieger hier gibt. Der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Meine Zeit ist gekommen. Ich bin bereit. Der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Meine Zeit ist gekommen. Gott, ich bin noch so schwach. Ins Schwarze!
Der Tag des jüngsten Gerichts ist gekommen. Angriff! Ich bin verwundet. Ja, ich bin bereit. Ins Schwarze! Ja. Vielen Dank! Angriff! Gut! Lege den Pfeil an. Ins Schwarze. Ja. Immer auf die Schwächsten. Hier komme ich. Den ersten Kampf in der Elfenkampagne gewonnen. Ja, ich bin bereit. Stelle mache ich jetzt mal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und ihr das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao.